Ich wollte fragen, kannst du das nachvollziehen? Wir, sie lassen dich verkaufen, ein Kunstwerk. Ich habe recherchiert bei Wikipedia und so weiter. Ich habe niemanden gefunden, der ein Kunstwerk verkauft, das ihm eigentlich das Objekt gar nicht gehört, oder? Kannst du das nachvollziehen, dass wir ein Kunstwerk verkaufen können, das eigentlich gar nicht uns gehört? Ist das für dich nachvollziehbar? Es ist wie bei der modernen Kunst. Ich muss mein Gehirn selber in Bewegung versetzen und dann sagen, nein, ist für mich nicht nachvollziehbar. Tatsächlich, ich check es nicht. Ich habe ja als Jurist abgeschlossen. Man kann nur etwas verkaufen, das einem gehört. Oder man hat irgendeinen Auftrag von irgendwem. Aber wenn es einem nicht gehört, gehört es einem anderen und dann darf der andere sicher noch mitreden. Aber was hat das jetzt genau mit all dem zu tun? Das hat mit dem zu tun, dass du das sagst, was vielleicht die meisten Leute im ersten Moment sagen. Aber wir verkaufen ja nicht den Turm, der Martin Schwaller gehört, der gehört ihm, respektive der Swisscom Broadcast. Das verkaufen wir nicht, sondern wir verkaufen das Kunstwerk, Benny. Also die Idee. Wir verkaufen die Idee, genau. Mhm. Und du denkst jetzt, diese Idee sei vielleicht gar niemand interessiert. Aber weißt du, dass jemand interessiert ist? Das weißt du wahrscheinlich. Nein, aber du wirst es mir jetzt dann gleich sagen, deshalb strenge ich mich gar nicht an mit Nachdenken. Ist gut. Ich sage Ihnen, es hat Paul Fuchs hat es gekauft. Und zwar, Paul, kannst du vielleicht mal das Geld da vorne, wir haben 100.000 Franken gesagt. Wir möchten das Geld heute entgegennehmen, das haben wir so abgemacht. Und Paul Fuchs kauft den Landessender Beromünster, nicht das Objekt, sondern er kauft die Idee, oder? Jetzt denkt man, Paul, du seist eigentlich schon nicht ganz normal. Komm hier rauf wegen dem Livestream. Jetzt, Paul, das sind ja effektiv 100.000 Franken. Ja, das sind effektiv. Wir hätten sogar einen Bankenvertreter hier, der könnte das bestätigen. Ja, es sind also effektive 100.000 Franken. Jetzt denkt mal ziemlich jeder, dass du ein bisschen dumm bist, weil du das wolltest. Ich habe ein paar Sammler im Vorfeld gefragt. Du hast nicht eine sehr bedeutende Sammlung, aber du hast eine sehr spezielle Sammlung. Und ich wusste, dass in dein Portfolio dieser Landessender Beromünster passen könnte. Und ich habe dir gesagt, der kostet 100.000 und du hast einfach ja gesagt. Und warum hast du das gekauft? Ja, ich freue mich riesig darüber, dass ihr mir überhaupt das Vertrauen schenkt und mir das Kunstwerk verkauft, weil ich habe sogar gehört, dass es auch noch andere Interessenten gab. Aber mich hat das Kunstwerk so fasziniert, weil ich eigentlich schon als kleiner Junge immer Freude hatte, wenn wir mal in der Nähe vom Sendeturm waren und ich diesen bestaunt habe. Und es ist wirklich eine wunderschöne Anlage. Ich kaufe ja nicht den Turm, das würde ich nicht, weil da kostet wahrscheinlich der Unterhalt noch um einiges mehr. Aber ich kaufe euer Kunstwerk. Genau. Und freue mich natürlich riesig, dass ihr mir das Vertrauen schenkt. Also ich gebe dir dafür das offizielle Zertifikat. Das ist das offizielle Zertifikat vom Besitzer vom Kunstwerk, Landessender Beromünster, Sendeturm. Und bescheinigt am 30.06.2021 Wetz und Silas. Und auf der Rückseite, Paul Fuchs von Surse hat das Kunstwerk Sendeturm von Landessender Beromünster von Wetz und Silas Krähenbühl am 30.06.2021 für 100.000 Franken gekauft. Erhalten zu haben, bescheinigt am 30.06.2021. 21 Wetz und Silas Krähenbühl. Danke für die Gratulation.